Hermanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche. Diese Folge wird von dem Leipziger Startup Your Grow unterstützt. Your Grow hat ein Indoor-Hydroponik-System entwickelt, mit dem ihr zu Hause eure eigenen Kräuter, Salate und Gemüsesorten anbauen könnt, an nahezu jedem Ort der Wohnung 365 Tage im Jahr. Dank der Verwendung recycelter und biologischer Materialien der Produktion in Deutschland und der mitgelieferten App ist das Ganze zu 100% nachhaltig. Somit können auch Menschen ohne grünen Daumen super easy ihr eigenes Gemüse im heimischen Wohnzimmer anbauen. Ich finde das eine großartige Sache, denn ich glaube, dass der Schlüssel zu weniger Lebensmittelverschwendung durch Lebensmittelwertschätzung entsteht. Und im Zuge dessen halte ich es für äußerst sinnvoll, dass wir uns alle in unserem Alltag stärker damit auseinandersetzen, wie unser Gemüse eigentlich wächst. Und für mich war das Thema selber anbauen und ernten dabei über die Jahre sehr hilfreich. Und warum sollte man das nicht einfach zu Hause machen? Ich glaube, es ist echt eine tolle und nahrhafte Sache, egal ob man alleine lebt, in einer größeren Gemeinschaft oder mit Kindern. Also ich glaube echt, da haben alle was davon. Was mir natürlich an Your Grow besonders gut gefällt, ist der ganzheitliche nachhaltige Ansatz. Ähnliche erhältliche Systeme bestehen in der Regel aus Plastik und werden von weit her importiert. Die Your Grow Indoor-Gärten werden zum größten Teil aus Holzabfällen produziert, der Korpus ist biologisch abbaubar und die Technik kann komplett recycelt werden. Der Produktionsstandort ist Deutschland, hierdurch werden lange Transportwege vermieden. Anstatt bedenklicher Substrate wie Steinwolle oder Kunststoff wurde extra ein spezielles organisches Substrat entwickelt, das nach Verwendung einfach im Biomüll entsorgt werden kann. Und darin sind dann eben auch sämtliche Nährstoffe enthalten, die die Pflanze zur Ernte benötigt. Das mitgelieferte Saatgut ist in Demeter Bioqualität. Und am Anfang gibt es 11 Sorten, neben Kräutern und Salat auch Fruchtpflanzen wie Tomaten, Paprika und Erdbeeren. Und hier handelt es sich ausschließlich um alte Sorten, das heißt, die stechen nicht besonders durch hohe Erträge hervor, sondern durch ihren einmaligen Geschmack und sind eben oft in Supermärkten auch gar nicht erhältlich. Nun ist es so, dass Your Grow aktuell noch nicht auf dem Markt ist, aber um das zu ändern, läuft aktuell und noch bis zum 8. Januar 2021 auf Startnext eine Crowdfunding-Kampagne. Und dort könnt ihr dieses tolle Produkt unterstützen und euch bereits ein Exemplar für 2021 sichern. Ihr findet das Ganze unter www.startnext.com/yourgrow, URGROW, und natürlich auch hier verlinkt in den Shownotes. Ich finde es super, schöne Pläne für das kommende Jahr zu machen und finde so ein Set eigentlich auch ein super Weihnachtsgeschenk für leckere und gesunde Anbaumomente in der eigenen Küche in der nahen Zukunft. Wie gesagt, mehr dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich auf der Webseite www.yourgrow.de. Meine Gäste heute sind zwei ganz tolle Frauen, die ich durch meine Tätigkeit als Jurorin beim Deutschen Gastro-Gründerpreis kennengelernt habe. Ich bin dort seit 5 Jahren in der Jury und das ist eine super spannende Tätigkeit, weil ich da immer so die neuesten Trends, Entwicklungen und Innovationen in dieser Branche sehen kann. Und es ist natürlich auch deshalb spannend, weil die Jury aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht. Und es gibt durchaus auch hitzige Diskussionen manchmal. Aber manchmal passiert es auch, dass wir uns total schnell einig sind. Und so war das auch bei meinen heutigen Gästen. Dass wir einfach wissen, die haben was drauf, die haben eine Idee, die gibt es so noch nicht. Und die müssen diesen Preis unbedingt gewinnen. In der Vergangenheit sind aus meiner Tätigkeit auch schon super schöne gastronomische Freundschaften entstanden. Da gab es zum Beispiel das Stullenbüro in Dresden, dessen Betreiberin Luisa eine meiner Vegan Queens im gleichnamigen Buch von 2016 war. Da gibt es die Meschery Hummus Kitchen in Köln, den Kimbab Spot in Bochum, Chickpeas in Hamburg, die mit geflüchteten Frauen arbeiten.
Und natürlich Easter Coffee in Berlin, die 2018 den Hauptpreis gewonnen haben. Und schwuppdiwupp, ein Jahr später begann ich dort als Köchin zu arbeiten, weil wir einfach eine große Schnittmenge hatten, die Betreiber und ich, zum Thema Zero Waste und Kreislaufwirtschaft. Und das hat einfach gepasst. Der Begriff Innovation ist ein ganz, ganz wichtiger beim Gastro-Gründerpreis. Für mich hat Innovation auch mal ganz viel mit dem Standort zu tun. Also wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Ort vegane Burger mache, dann kann das durchaus auch im Jahr 2020 immer noch innovativ sein, wenn es vielleicht in Berlin schon eine olle Kamelle ist und niemanden mehr so richtig hinterm Ofen hervorlockt. Für mich gibt es einfach Dinge aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, die 2020 nicht mehr innovativ sind, wie jetzt zum Beispiel ein Steakhouse neu zu eröffnen oder ein Konzept zu haben, dessen Hauptzutat ein stark überfischter Meeresfisch ist. Ich scherze immer so ein bisschen, dass ich die Quotenfrau, Veganerin und Nachhaltigkeitsexpertin in dieser Jury bin. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat sich viel getan. Und dieses Jahr zum Beispiel waren unter den 5 GewinnerInnen 3 rein weiblich geführte Unternehmen und 2 davon waren vegan. Die Gäste, die ich heute habe, sind nicht rein vegan, haben aber trotzdem ein Unternehmen gegründet, das ich sehr innovativ erachte. Es gibt auch sehr leckere vegane und vegetarische Speisen bei ihnen. Und dieses Zwillingsschwesternpaar möchte ich euch heute vorstellen, denn die machen Dr. and Dr. ein Middle Eastern Food Lab, das so viel mehr ist als einfach nur Essen. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Tatsächlich ist es heute mal wieder nicht meine Küche, sondern ich habe mich mal wieder in eine fremde Küche eingeladen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als eine Küche. Es gibt hier auch eine Küche in diesem Raum. Die ist sehr schön, die ist mit ganz tollen, farbenfrohen Kacheln ausgestaltet. Es ist ein Food Lab, in dem ich mich heute befinde. Und das heißt Dr. and Dr. Befindet sich in Berlin in der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Die Reichenberger Straße, wer die kennt, weiß, also da ist, sage ich mal, unter Nicht-Corona-Bedingungen auch immer sehr viel los. Da gibt es viele Lokale, da ist wirklich Betrieb auch auf der Straße. Ganz spannende Gegend. Und genau, also es ist wirklich sehr gemütlich hier. Wir haben Backsteinwände, wir haben viel Gold, Türkis, sehr farbintensiv. Es gibt Vorratsschränke mit ganz spannenden Gewürzen und vielen Gläsern, tolle Keramik. Und ich bin heute bei den Schwestern Zaha und Furut. Oh Gott, wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder falsch ausgesprochen. Ihr dürft euch gleich nochmal selber vorstellen. Genau, ihr habt Dr. und Dr. gegründet, ein Food Lab und ganz viel mehr. Und darüber sprechen wir heute. Okay, ich bin Zaha. Ja. Wir sind Zwillingsschwester und ich bin dann die Jüngere, so 12 Minuten. Okay. Und ja, wir sind so in Berlin geboren. Als wir 5 Jahre alt waren, sind wir wieder in den Iran zurückgekehrt. Und mit 25 sind wir wieder nach Deutschland so zurückgekommen für unsere Promotion. Mhm. Und so seit 20 Jahren sind wir in Deutschland, ungefähr, ja. Und wir haben beide Physik studiert. Genau, also ihr seid beide Doktorinnen, ne? Ja, das, was sich im Titel widerspiegelt, ist Fakt. Ja. Ja, wir haben beide Physik studiert. Ja. Dann ich habe in Meteorologie und meine Schwester hat in so Geophysik. Seismologie. Also wir haben beide Master gemacht und dann wir sind nach Deutschland gekommen für die Promotion und wir haben in denselben Fächern dann unsere Promotion geschrieben. Und ich habe nach meiner Promotion hatte ich dann unterschiedliche Stellen an der Freien Universität Berlin und dann habe ich dann in Stadtklimatologie sehr viel so geforscht. Dann habe ich meine eigene Professur in Stadtklimatologie und Nachhaltigkeit bekommen und habe ich auch so in diesem Bereich sehr viel gearbeitet. Und dann seit 2019
bin ich nicht mehr an der Uni. Ich mache immer noch so Lehre, aber aus Forschung bin ich raus, weil ich dachte, wir haben ein größeres Ziel im Leben, wo wir immer so, wir haben darüber jahrelang geredet und deswegen, wir mussten dieses Ziel erreichen und daher mit meiner Zwillingsschwester haben wir angefangen, Doktor und Doktor zu gründen und wir sind jetzt super glücklich, dass wir dann diesen Schritt gemacht haben in unserem Leben. Ja. Und du warst auch akademisch tätig? Genau. Ich heiße Furuch. Mhm. Ich bin dann die ältere Schwester, 12 Minuten älter. Mhm. Und ja, bei mir auch so. Mit Sarah haben wir zusammen Physik studiert. Dann habe ich auch in Geophysik meinen Master gemacht, nach Deutschland gekommen und meine Promotion in Geophysik, Seismologie gemacht, abgeschlossen. Und dann ja, war ich auch 14 Jahre tätig in Forschung und Lehre. Und dann habe ich gewechselt zu Wissenschaftsmanagement und fast fünf Jahre war ich dann auch Geschäftsführerin von einem Graduiertenprogramm zwischen 3 Berliner Universitäten. Und das war eine großartige Erfahrung für mich, da ich dann auch sehr viele Kenntnisse auch erworben habe. Ich meine, Management, Zeitmanagement, Personalführung und alles war toll. Und bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir auch miteinander gesprochen haben, haben wir gesagt, dann, wir müssen unbedingt dann auch unseren Wunsch realisieren und was gründen, wofür wir auch dann lange Zeit auch dann gesprochen haben und wofür wir auch brennen. Mhm. Das haben wir auch gemacht und wir sind sehr glücklich jetzt, dass wir Doctor and Doctor seit Juni 2019 haben und das macht Spaß. Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass jemand mit so einer beeindruckenden akademischen Laufbahn, sag ich jetzt mal ganz salopp, in die Gastronomie umsattelt. Es ist ja viel mehr als Gastronomie, was ihr macht. Ich möchte vielleicht noch kurz dazu erzählen, also wie wir uns kennengelernt haben, ist tatsächlich dadurch, dass ihr 2020 auch unter den GewinnerInnen des Gastro-Gründerpreises wart, bei dem ich in der Jury sitze und mich natürlich sowieso immer freue, wenn ich einfach tolle Konzepte sehe, wenn ich weiblich geführte Unternehmen sehe. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, also ihr habt auch diesen Preis gewonnen. Ihr habt beide schon erwähnt, also die Idee war schon lange, saß irgendwo im Hinterkopf. Woher kommt's? Es war so, dass wir haben gemerkt, dass die nahöstliche Kultur in Deutschland nicht richtig präsentiert worden ist. Und das Bild von Nahen Osten ist geprägt von Religion und Politik. Und das muss enorm geändert werden. Das Wissen von Deutschen über nahöstliche Kultur ist sehr gering. Das haben wir oft gemerkt bei unseren Stellen, wo wir auch dann Höhepositionen an der Universität auch hatten. Und immer dann, wenn über ein Thema auch gesprochen worden ist, dann die Deutschen haben auch versucht, ich meine über Iran und so, die haben auch versucht, dann das Thema abzuschließen und gar nichts darüber zu sprechen. Warum? A, könnte sein, dass das Wissen sehr gering ist. Oder B, dass man von Medien nur schlechte Sachen über solche Länder auch hört. Und daher möchte man sich nicht auch ausdrücken in diesem Moment. Und wir haben auch gedacht, ja, es gibt auch Diskriminierung daher dann über nahöstliche Leute. Und das ist nicht richtig. Man muss erstmal, ich meine, wir möchten gerne auch, wir haben auch gedacht, wir wünschen dann auch ein faires und besseres Leben für alle, egal woher sie kommen. Man muss nicht aufgrund der Herkunft oder Geschlechtes auch diskriminiert werden. Und es ist so, dass wir auch dann als Akademiker und Wissenschaftlerinnen, es hat uns auch betroffen. Diskriminierung existiert in der Gesellschaft. Das kann man nicht vermeiden. Und wir haben auch gedacht, dass, das Wissen muss erhöht werden, das Bild muss optimiert werden. Und wenn wir als 2 Wissenschaftlerinnen das nicht machen, wer macht das? Und wir möchten aber in einem ganz neuen Format alles präsentieren, was bislang nicht präsentiert worden ist. Und zwar, wir möchten auch dann die Kultur und dann das Essen zusammenbringen und ein Konzept auch definieren, was auch, ich meine, eine Verbindung herstellt zwischen Genuss, Ästhetik, Kultur und Nachhaltigkeit. Und daher dann Doctor and Doctor haben wir auch dann, unser Konzept ist Middle Eastern Culture and Food Lab. Das ist ein Laboratory. Das ist dann wie eine Forschung für uns.
wir sehen keinen Unterschied zwischen was wir vorher gemacht haben und was wir jetzt machen. Mhm. Das ist, wir müssen sehr viel lernen, wir müssen sehr viel lesen, wir müssen mit den Kollegen kollaborieren, wir müssen uns präsentieren, wir müssen die Leute inspirieren und auch dann auch zeigen, dann wie ist es in der Tat. Ich meine, dass das Bild auch geändert wird. Ja. Und daher dann, wir haben gedacht, mit dieser Vision dann die nahöstliche Kultur kulinarisch und sinnlich erfahrbar zu machen, haben wir gegründet. Und daher, ja, aber haben wir auch gedacht, dass wenn wir diese Schritte nicht machen, niemand macht das. Daher, das ist natürlich spät, aber es ist noch nicht zu spät. Und daher unseren Weg, ich meine dann unsere Leidenschaft haben wir zum Ziel gesetzt, haben wir das gemacht und so war eigentlich dann voll diese gut. Laufbahn. Und jetzt hat euch natürlich, muss man leider sagen, Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht dieses Jahr mit dem, was in diesem Food Lab eigentlich alles passieren soll. Wie würde es jetzt aussehen, sagen wir, Corona wäre morgen vorbei? Was konkret kann man sich jetzt vorstellen, würde hier angeboten werden? Was würde passieren? Was ist euer Plan? Ja, wir sind eigentlich in unserer Middle Eastern Culture and Food Lab so, unser Ziel ist, nicht nur Essen, sondern dann die Kultur hinter dem Essen. Mhm. Und daher, wir haben dann unser Konzept hat unterschiedliche Elemente, wie Kultur. Kultur hat auch unterschiedliche Komponenten. Essen ist ein Teil von Kultur nur, aber wir haben auch andere so Komponenten. Und daher in unserem Food Lab, wir wollen dann spannende Kochkurse anbieten. Dann unser Kochkurs, unsere Kochkurse alle sind was Besonderes. Es ist nicht so was Standardes, sondern wir wollen dann eine kulinarische Reise durch Middle East, so Nahen Osten so anbieten. Zum Beispiel Vorspeise kann aus Libanon kommen, so Hauptgang kann aus dem Iran kommen und Nachtisch aus Israel. Mhm. Wir wollen dann die politischen Grenzen überschreiten und dann zeigen, dass wir als Bürger von Nahen Osten haben keine Probleme miteinander, obwohl es gibt immer Nahostkonflikte, aber wir verstehen uns sehr gut und wir haben kein Problem miteinander. Und daher, wir wollen auch laut sagen, make food, not war. Mhm. Das ist unser Motto eigentlich. Und daher, das ist dann, unsere Kochkurse sind auch verbunden mit kulturellen Elementen wie Kalligrafie, mhm. wie Musik und Literatur. Das heißt, und auch Gewürztasting und was bis jetzt in Deutschland nicht so richtig präsentiert worden ist. Daher, wir freuen uns total drauf, dass diese Corona-Zeit vorbei ist. Und dann, wir können wirklich so unsere Ideen so umsetzen. Ja. Und das ist ein Teil von unserer Aktivität, so Kochkurse. Wir bieten auch jetzt auch so Private Dining für die Leute, die aus einer Familie kommen. Sie mhm. können auch so bei uns buchen, sie können kommen. Und dann hier so, wir servieren so Essen auch so. Wir können auch eine kulinarische Reise durch Nahen Osten machen. Und, aber nach Corona-Zeit machen wir auch, wir wollen auch so Private Dining auch machen. Wir wollen auch ein paar Events, eine Reihe von Events wollen wir planen, mhm. damit wir die Kultur von Nahen Osten so besser präsentieren. Wir wollen, das ist eigentlich ein Erlebnis-Gastronomie. Das ist nicht nur so Gastro, sondern so mit, so, man muss auch was Neues erleben. Wir wollen auch so einige Fashion- und Schmuckdesigner aus Nahen Osten auch so hierher einladen. Junge Damen, würde ich sagen. Und dann, wir wollen so, sie haben dann diese Chance, hier so ihre Kollektionen so zu präsentieren, sich so alles so anzubieten, was sie haben, was sie in der letzten Zeit so gemacht haben. Und dann so können wir auch so dann die Kultur von Nahen Osten besser präsentieren, in einem neuen Format eigentlich. Mhm. Weil ich denke, die Leute aus Nahen Osten, besonders dann die Damen, sie hatten keine Möglichkeit, so dann ihre Kollektion so in Deutschland zu präsentieren und so. Und daher, ich denke, das ist auch so ein wichtiger Schritt. Und dann, wie immer, so machen wir auch immer noch so Catering. Catering ist auch so ein Element so von unserem Food Lab. Aber Catering machen wir bis maximal 100 Personen, mhm. weil alles mhm. muss exklusiv sein. Mhm. Alles, was wir machen, ist Home Cooking. Mhm. Und daher, für mehr als 100 Personen können wir nicht dann Catering anbieten. Nur bis 100 Personen. Und ja, die sind dann die
Sachen, die wir nach Corona-Zeit machen wollen. Jetzt machen wir aktuell macht ihr Mittagstisch, ne? Wir haben auch, so, machen wir Catering. So genau. Wenn, also man kann hier auch in Kreuzberg auch schon vorbeikommen. Also ihr habt auch unter der Woche habt ihr auch immer so ein bisschen Speisenangebot jetzt to go, ne? Also ja. Montag bis Freitag haben wir 12 bis 16 Uhr. Wir haben so Food to go. Das ist Lunch, aber nur ein Single Menu. Das heißt pro Tag wir haben ein einziges Essen nur. Home-cooked Essen. To go. Und ja, und daher in dieser Corona-Zeit, dann bieten wir Lunch an, so to go. Wir sind noch so interessiert, so Catering-Aufträge zu bekommen. Und auch für Private Dining kann auch unser so hier so Food Lab auch so gemietet werden. Voll gut. Also es sind so für mich so zwei Stichpunkte, die mir auch in meiner Arbeit total wichtig sind. Einerseits Wissensvermittlung und Positive Storytelling, ne? Also wirklich zu zeigen, was es alles gibt, um einfach, um dieser einseitigen Darstellung auch entgegenzuwirken und Wissensvermittlung, weil einfach sehr viel Unwissen herrscht. Im Vorgespräch hattet ihr mir schon mal erzählt, dass ihr in einer Presse, Aussendung sozusagen, nach diesem Gastro-Gründerpreis wurde einfach mal aus Versehen eure Küche als fernöstliche Küche bezeichnet. Ja. Das muss man sagen, das bezieht sich eher auf Südostasien. Also das zeigt so ein bisschen, wie schnell dann auch mal aus Versehen was durcheinander geworfen wird, weil man es einfach gar nicht sich auskennt. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil auch auf eurer Webseite zum Beispiel kann man nachlesen, und das habt ihr ja auch schon angedeutet, wie stark auch die kulturelle Prägung so aus eurer Kindheit herrührt, auch im Kontext mit kulinarischen Erlebnissen. Könnt ihr das noch mir ein bisschen mehr davon erzählen? Ja. Ja klar, wir sind dann auch im Iran, in Teheran dann aufgewachsen. Mhm. Natürlich dann in einer großen Familie. Ich meine, hat man auch sehr viele Verwandte. Und Essen war auch immer ein Teil, ein wichtiger Teil zu Hause, dass man immer zusammen essen sollte. Ich meine, ich erinnere mich an keinen Abend, dass wir alleine gegessen haben. Oder meine Mutter alleine oder mein Vater alleine gegessen hat. Wir haben immer gewartet, bis mein Vater zu Hause war, haben wir am Tisch alle gegessen. Und natürlich dann in diesem Moment, dass wir das gemacht haben, jahrelang, bis wir auch im Iran waren, war das nicht dann so was Großartiges für uns. Aber jetzt merke ich, wie schwierig ist es, dass alle Familienmitglieder an einem Tisch sitzen und miteinander essen. Das geht nicht nur dann an Essen, sondern es geht dann um dann diesen Austausch zwischen Familienmitgliedern, wie viel die dann auch erzählen können, wie viel die auch dann näher kommen können zueinander. Und wie schön ist es, dass man jeden Abend dann diese Sachen auch macht und immer dann auch daran denkt, ich muss auf eine Person warten, bis sie da ist, und essen wir auch zusammen. Mhm. Und auch wie viel dann, ich meine, das war auch sehr, sehr auch beeindruckend, meiner Meinung nach, dass mit so viel Liebe hat meine Mutter jeden Tag auch gekocht. Mhm. Das war wirklich dann auch toll, dass man dann Zeit nimmt, obwohl sie auch sehr beschäftigt war mit anderen Sachen, aber dass die Leute auch dann die Arbeiten auch so viel Zeit nehmen, damit sie auch dann was Warmes auch kochen. Ja, das war auch sehr, sehr wichtig. Dann die Werte haben wir natürlich dann an dieser Zeit nicht dann auch schon verstanden, aber später, wenn man auch älter wird und insbesondere, wenn man auch im Ausland ist, man denkt dann, wie wichtig ist es, dass man auch sowas auch umsetzen kann, obwohl hier ist auch sehr, sehr schwierig. Und eine andere Sache war dann auch immer, Kultur war auch ein Teil natürlich von dem Leben. Ich meine, wie hier, bei den Deutschen ist es auch so, aber bei uns auch. Und kulturell, ich meine immer dann, dass man auch sich interessiert an Kunst, an Literatur, an Musik und so. Die sind auch alle Elemente, die immer dabei sind. Und waren wir auch dann auch immer interessiert an solche Sachen. Ich meine, durch unsere Erziehung natürlich, nicht dann von alleine, waren wir nicht interessiert an diese Sachen, aber unsere Erziehung dann ist dann dazu geführt, dass wir auch interessiert waren dann so. Und daher dann, als wir nach Deutschland gekommen sind und als wir auch so die Welt, ich meine, haben wir dann so viele Reisen auch durchgeführt, dank Forschungsgelder, das meine Schwester auch dann so geholt hat, dann haben wir
konnten wir dann verschiedene auch Länder in anderen Kulturen auch, in andere Kulturen auch besuchen. Und war es uns dann sehr klar, dass ja, die Kultur von Nahen Osten ist nicht richtig präsentiert. Mhm. Religion und Politik ist wichtig. Und haben wir auch gedacht, man muss auch was dagegen tun, mhm, damit man auch die kulturellen Schätze auch dann besser präsentieren, mhm, kann. Und daher dann so haben wir, sind wir auch auf diese Idee gekommen, dass kulturell ist, es muss sehr viel gemacht werden. Und das Thema Gastfreundschaft, also jetzt abgesehen davon, sage ich mal, dass die Familie zusammen ist, ne? Ja. Ihr habt mir vorhin, wir haben es jetzt eigentlich, essen wir während der Aufnahme, was teilweise ein bisschen schwierig ist, was ich mir irgendwie ausgedacht habe. Mhm. Ihr habt mir davor schon ein kleines Mittagessen serviert und habt quasi auch gesagt, also das geht gar nicht, du kannst nicht um 12 Uhr kommen und dann können wir dir irgendwie kein Mittagessen hinstellen. Also ja, das ist Thema, total unhöflich. Genau, also das Thema Gastfreundschaft, denke ich mal, und gerade wahrscheinlich auch zu Festen und Feiertagen ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, oder? Auf mit jeden dem Fall. Ihr genau, einfach sozialisiert wurdet. Dass, ja, man Leute einlädt. Ja, genau, man feiert immer richtig. Ich meine, für uns das ist es kein Thema. Ich meine, dann wir feiern alle Feierlichkeiten, dann von Heiligabend bis zum Eid al-Fitr, bis zum persischen Neujahr, und so machen wir alle, feiern wir alle Feierlichkeiten und zwar ganz gut. Mhm. Das heißt, auch zum Heiligabend, wir dann seit langer Zeit haben wir dann auch unsere Freundin aus aller Welt auch eingeladen, mhm, zu uns, damit wir zusammen essen können. Und dann haben wir ein Menü geschrieben, haben wir dann auch passende Weine auch ausgesucht. Und das war richtig schön, dass wir so lange an einem Tafel sitzen konnten. Und dann, wir konnten auch dann immer dann auch essen. Ich meine, man 8-Gänge-Menü, 9-Gänge-Menü, aber man amüsiert sich mit den guten Gesprächen, mhm, mit den interessanten Leuten, es wird nicht langweilig, man isst ganz, ganz langsam und man wird auch nicht voll, dass man sagt, ja, ich kann nicht mehr essen, und man genießt auch diese Zeit. Mhm. Und mit dieser Idee haben wir auch dann hier, genau dann dieser Teil, dass es kulturellen Bereich ist, haben wir eingerichtet. Wir haben gedacht, an eine große Tafel haben wir hier. Die Leute sitzen alle nebeneinander. Ich meine, das ist nicht so, dass bei einem Event, wo wir sagen, dann heute Abend kochen wir zum Beispiel nordiranisch, die Gäste kommen hier und die sitzen nicht dann getrennt voneinander. Ja, die sind gehen dann zu einem Restaurant. Im Restaurant, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann hingehe, ich sitze mit ihm an einem Tisch, zu zweit essen wir, sprechen wir miteinander, mhm, und dann ist alles. Aber hier, man nimmt auch was anderes mit. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, anderen kennenzulernen. Das ist unser Ziel, die Leute näher zu bringen. Mhm. Und man sitzt an einem Tafel, man hat auch die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Wir agieren als Gastgeberinnen hier, mhm, und wir versuchen auch eine schöne Atmosphäre hier auch zu machen für die Gäste, und alles ist homecooked, alles wird auch richtig präsentiert, und wir haben auch immer ein kulturelles Element dabei. Das ist auch ein bisschen Gedichtlesung, das ist auch ein bisschen Präsentation über Nahen Osten, das ist Präsentation von einer Kollektion, Schmuckkollektion von einer Designerin, oder haben wir ein Storytelling, haben wir jemanden aus Syrien und mit Story und so, immer spannend. Oder haben wir Musik, mhm, kann auch sein, dass wir einen Künstler einladen, haben wir Live-Musik hier, und damit man auch nicht, dann nach dem Essen sagt man nicht, ich war irgendwo, haben wir natürlich auch gegessen, war lecker, sondern man sagt, ich habe sehr viele Leute auch kennengelernt, mhm, die Gastgeberinnen waren beide aus dem Iran, die haben erzählt, dass es im Iran so und so ist, wir haben auch eine Musik gehört, wir haben erfahren, dass es im Libanon so ist, auch ein guter Wein aus Libanon, aus Bekaa Valley haben wir auch getrunken, sowas, wenn ein Gast so viel mitnimmt, wir haben unsere Aufgabe schon gemacht. Ja, aber ich kann dich auch ergänzen, wir sind eigentlich beide Iranerinnen, das heißt, wir kennen uns mit iranischer Kultur sehr gut aus, aber wir sind sehr viel rumgereist, wir hatten sehr viele Forschungsprojekte mit Nahen Osten, und wir waren so pro Jahr 5-6 Mal in Nahen Osten. Wir haben sehr viel mit Ägypten zusammengearbeitet, mit, mhm, Libanon, mit Jordanien, mit Oman und so. Und daher, wir haben gesehen,
dann wie ähnlich wir sind. Mhm. Wie ähnlich dann... Es gibt Verbindungspunkte. So, ja, es gibt sehr viele Unterschiede, aber trotz Unterschiede, es gibt auch tausende Ähnlichkeiten. Und dann, wir waren auch da, also mit Lokalen waren wir in Kontakt und wir haben auch da Kochkurse besucht. Wir wissen sehr viel über dann die Küche in Nahen Osten und sowas. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir, wir konnten auf jeden Fall die Kultur, die iranische Kultur gut präsentieren, aber das ist nicht fair, wenn wir nur über Iran sprechen, weil es gibt tausende Ähnlichkeiten. Deswegen, wir dachten, wir machen so ein Middle Eastern Culture and Food Lab, wo wir dann, den ganzen Nahen Osten so abdecken können. Und daher unser Ziel so, deswegen so, weil wir dachten, das ist nicht fair, wegen dieser Ähnlichkeiten. Mhm. Und daher dann machen wir so und dann auch für unsere Kochkurse gibt es auch so immer so einen Storyteller, dann wenn Vorspeise aus Syrien kommt oder aus Libanon kommt, dann jemand aus diesem Land oder aus dieser Stadt, wo das Essen so von dieser Stadt kommt, dann kommt und erzählt über dann sein Leben, so ihre Leben oder so, zeigt so ein paar Fotos und erzählt über die Rituals, über das Leben, über die Hobbys, über die Kultur und so. Ich finde es super spannend, weil es ist ja nicht nur eine Kulturvermittlung, sondern eben, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, eine Rückbesinnung auf die Wertschätzung von Esskultur, die einfach schon hierzulande auch sehr stark verloren gegangen ist. Ja. Und ich sehe das ja auch gerade selbst. Ich schreibe ja gerade ein Buch über intuitives Kochen, was einfach viele Leute zu Hause nicht mehr lernen oder was sehr oft auch schon über einige Generationen wirklich verloren gegangen ist, die Zubereitung von Essen, also so im Alltag auch, wo mir dann auch erst im Erwachsenenalter bewusst geworden ist, dass ich da einfach wahnsinnig Glück hatte, dass ich so sozialisiert wurde und eben da auch sehr viel zu Hause mitbekommen habe. Und ich habe im Vorfeld, das fand ich ganz spannend, über meine verschiedenen Social-Media-Kanäle sozusagen die FollowerInnen auch befragt, habe gesagt, würdest du gerne mehr kochen im Alltag? Und wenn ja, was hält dich davon ab? Und dann kommt immer das Zeitthema, ne? Es ist immer die Zeit, wir leben halt in dieser Leistungsgesellschaft, die... Und ich habe, also ich finde, würde mich einfach eure Meinung dazu interessieren. Ich finde, es ist ein Teufelskreis, weil wenn man sehr wenig prinzipiell kocht, dann hat man auch das Gefühl, es ist viel aufwendiger, als es oft ist. Wenn man mehr Routine hat, kann man sich ja auch viel schneller auch mal so zum Feierabend noch was machen, weil man das ja irgendwie dieses Wissen einfach hat, ja. Und, genau. Und gleichzeitig ist jetzt fast noch eine zweite Frage. Sehe ich, und das stimmt mich auch optimistisch, eine jüngere Generation, die wieder mehr Wertschätzung hat. Ne? Auch so hier, gerade auch hier im Kiez mit der Markthalle 9, viele junge GastronomInnen, die mit Naturweinen, mit Kaffee, mit Bäckereien, ne? die sage ich jetzt mal, auch was das Finanzielle, die Ausgabe anbelangt, sicherlich keine Großverdiener sind, aber eine höhere Wertschätzung für die Lebensmittel haben. Genau, ist das, also ich meine, ihr habt ja beide auch eine ganz andere berufliche Vergangenheit. Natürlich ist das wahrscheinlich manchmal schwierig zu vereinbaren, aber ihr seid einfach mit dieser Wertschätzung aufgewachsen. Wie seht ihr das, immer dieses Zeitargument? Dass Leute sagen, ich schaffe das einfach nicht. Was würdet ihr da dagegen? Ja, wir sind dagegen? Wir sind so eigentlich groß geworden mit diesem Thema. Es wurde so immer so zu Hause gekocht und dann deswegen so kochen ist auch ein Teil vom Leben. Das heißt so, internalisiert. Es ist sehr, sehr wichtig und dann für uns kochen ist, wenn man eigentlich wissenschaftliche Arbeit gemacht hat, sehr viele Anträge geschrieben hat, sehr viel Gedanken gemacht hat, worüber soll ich einen Antrag schreiben, muss ich recherchieren, muss ich Publikationen denken, Papers schreiben und sowas. Man dann sieht, dann kochen ist wie Meditation für Entspannung uns eigentlich, Entspannung. Mhm. Daher so, wir freuen uns sehr, wenn wir was zu, besonders dann diese Teamarbeit ist toll für uns, weil so, wir haben sehr viel Spaß miteinander, weil wir sind Zwillinge, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und dazu wollte ich natürlich auch noch was fragen, aber ja. Wir haben den gleichen Geschmack, das ist sehr wichtig. Okay. Das heißt so, wir verstehen uns deswegen sehr gut und dann, wenn wir auch kochen, dann es macht Spaß bei uns. Deswegen
wir haben immer Zeit so dafür. Und das ist für uns ganz, ganz einfach, so was zuzubereiten. Das ist überhaupt nicht schwierig. Man muss gucken, wie viel Zeit man hat und was kann man zubereiten. Genau. Zum Beispiel iranisches Essen. So für manche so... für manche Gerichte braucht man 3 Stunden Zeit und deswegen kann man nur an Feiertagen sowas machen. Mhm. Aber man kann ganz schnell was zubereiten, was gut schmeckt und was auch so eine als Schönheit für die Augen auch ist. Mhm. Das heißt, man kann schnell das so zubereiten. Ja. Und deswegen für uns, das ist ganz, ganz einfach. Das ist überhaupt nicht kompliziert und wir denken überhaupt nicht daran, wir machen das einfach. Mhm. Und ja, genau, ich auch. Ein Ziel auch von unseren Kochkursen ist es auch so, dass wir dann auch leichte, ich meine eigentlich einfache Rezepte auch, die wir auch selber entwickelt haben, die können wir auch übermitteln. Das heißt, dass man dann nach der Arbeit ist man fix und fertig, kommt man nach Hause, hat man überhaupt keine Zeit und keine Lust zu machen, aber man kann schnell was machen, was erstmal gesund ist und zweitens, dass es auch dann irgendwelches Essen ist, dass man auch sehr viele Vitamine enthält und so kann man auch dann gut essen und man kann auch innerhalb von 20 Minuten auch fertig sein mit dem Kochen. Das ist wichtig. Und wichtig ist es, dass sehr viele Leute wissen schon, dann gibt es Kurkuma, gibt es Safran, gibt es Satar und gibt es auch Sumak und so, aber die Anwendung von diesen Gewürzen ist nicht bekannt. Ja, und wir möchten gerne auch dann die Kenntnisse dann über Anwendung von diesen Gewürzen auch übermitteln. Das ist auch wichtig, wie kann man auch ein leckeres Essen auch machen anhand Gewürzen. Das ist auch sehr wichtig. Es ist viel, viel Angst und Unsicherheit auch einfach bei vielen Menschen. Genau. So, aber dann sehr viele. Ich meine dann im Gegenteil, wir sind sehr froh, dass unsere Mutter kommt aus einer kleinen Stadt am Kaspischen Meer. Diese Stadt heißt Rasht und ist bekannt wegen gutes, was soll ich sagen, gutes Essen. Das ist so, das hat über 200 Gerichte, ist registriert auch. Und da dann diese Stadt am Kaspischen Meer liegt, einerseits ist Kaspischen Meer, andererseits ist Alborsgebirge. Und daher dann, das Klima ist total besonders. Und gibt es sehr viele vegane und vegetarische Gerichte. Viel Fisch aber wahrscheinlich auch. Fisch auch, Fischgerichte auch natürlich. Aber sehr viel vegane und vegetarische, die wirklich sehr einfach sind, kann man sehr schnell sie auch zubereiten und die schmecken alles wunderbar. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind sehr froh, dass wir in solcher Familie aufgewachsen sind, wo immer auch nordiranisch, meistens nordiranisch auch gekocht worden war, haben wir sehr viel gelernt natürlich. Und meine Mutter, muss ich auch das sagen, unsere Mutter ist auch ein sehr wichtiger Teil von unserem Konzept, ist unsere Recipe Manager, die auch dann immer uns auch sagt, wie soll man auch die machen am besten, wenn wir, weil wir möchten auch nicht dann diese Originalrezept auch dann verfolgen, sondern wir möchten gerne auch dann mit anderen Gewürzen oder anderen Sachen auch die machen und sie gibt uns dann auch Hinweise, so muss es schmecken. Ohne unsere Mutter geht es nicht. Sie muss immer alles checken, kosten, sagen, nein, das nicht, sondern diese Gewürze sollt ihr so verwenden und sowas. Deswegen so. Das macht sehr Spaß. Das finde ich auch sehr spannend. Das habt ihr mir ja auch neulich schon erzählt, dass eure Mutter auch ein bisschen involviert ist. Richtig involviert. Ja, voll gut. Und wir freuen uns sehr, dass 2 Generationen zusammen, das macht auch sehr viel Spaß. Haben wir in der letzten Zeit, als wir bei der Forschung waren, dann haben wir diese Möglichkeit nicht gehabt. Ja. Natürlich erstens zu zweit zu arbeiten, da wir immer getrennt voneinander waren. Und zweitens auch mit meiner Mutter auch zusammen zu arbeiten. Das finden wir sehr spannend, sehr schön. Und dann, es ist wirklich dann, für uns ist es eine tolle Möglichkeit, dass wir sie auch dabei haben können. Ja, und wie gesagt, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ihr seid Zwillinge, aber ihr habt ja ganz offensichtlich ein sehr enges und sehr gutes Verhältnis, sonst hättet ihr kein Unternehmen zusammen gegründet. Ihr habt es schon angedeutet, ihr habt einen ähnlichen Geschmack. Gibt es noch irgendwelche Vorteile, die man so als Zwillinge... Wir verstärken einander. Ja. Das ist so. Ich meine, natürlich gibt es Auseinandersetzungen. Ja. Das natürlich, naja, es gibt es. Aber wir können meistens dann uns sehr gut verstehen. Mhm. Wir ergänzen einander. Ja. Das ist sehr wichtig. Ich meine, zum Beispiel, da haben wir von vornherein auch gesagt, Aufgabenverteilung ist wichtig. Dass man weiß, ich meine dann, okay, in der Bereich Catering sind wir auch tätig und wir machen von A bis Z alles selber. Wir sind ein Team. Mhm. Das heißt, dann muss man auch dann Angebote schreiben, man muss auch dann,
sehr viel Kommunikation brauchen wir. Wer macht das? Mhm. Ja. Wer ist zuständig für Telefonate? Ja? Ja. Das haben wir von wer kocht was, wenn die auch das Menü anbieten. Und dann, ja, ist auch so angenommen, wer macht was für die Lieferung und alles. Natürlich haben wir eine ganz, ganz gute und tolle Aufgabenverteilung. Und mit dem Zeitmanagement müssen wir auch sehr vorsichtig sein, dass wir alles auch schaffen. Aber an sich schaffen wir das sehr, sehr gut. Aber wichtig ist auch unser Hintergrund, da wir auch im akademischen Bereich auch tätig waren. Sie hatte ihr eigenes Team gehabt an der Uni, ich auch. Und daher dann wissen wir schon, wir müssen auch immer dann Worst Case auch dann betrachten, dass wenn es nicht so wird, wenn alles dann auf einmal dann schief läuft, wir müssen auch irgendwelche Lösungen haben. Muss man auch haben, ja. Und immer. Natürlich Stress auch. Stress ist auch ein anderer Faktor. Wir haben auch Stress, wenn wir sehr viel machen sollen und wir sind auch zu zweit. Vielleicht denken wir auch dann immer, wir schaffen das nicht. Aber dann, wir sind beide zielstrebig und wir werden noch nicht müde. Wir machen das und wir motivieren einander. Das ist sehr wichtig. Und bis jetzt ist alles sehr gut gelaufen. Aber ich denke von vornherein, wenn man weiß, wer macht was, und wenn eine ganz, ganz gute Aufgabenverteilung auch existiert, man kann auch, und wenn man sich auch verantwortlich fühlt für die Aufgaben, das ist wichtig. Ja. Aber bei uns, dann ist es kein Thema. Wir schaffen. Ich finde es sehr spannend, weil, um nochmal auf den Gastro-Gründerpreis zurückzukommen, ich bin ja da jetzt schon seit einigen Jahren in der Jury und wir sind ja auch eine sehr bunt zusammengestellte Jury, sage ich jetzt mal. Da sind Menschen dabei, die halt Großgastronomen sind und das irgendwie schon seit 30 Jahren machen. Da sind Männer und Frauen mit sehr verschiedenen Hintergrund auch. Und es ist natürlich so, dass mittlerweile in diesem Bereich extrem viele QuereinsteigerInnen in die Gastronomie kommen. Und wie soll ich sagen, also in Deutschland kann ja auch, gibt es auch nicht so viele Beschränkungen, dass man sehr leicht, sage ich mal, Betriebe machen kann. Und ich empfinde das immer als totale Bereicherung. Ich bin ja selber auch Autodidaktin in diesem Bereich. Wenn Menschen eben dann sehr oft mit einer sehr großen Leidenschaft auch kommen zu so einem Projekt. Und ich finde es immer ganz spannend, weil ich schon merke, wie dann sozusagen die alten Hasen so BewerberInnen noch stärker auf Herz und Nieren prüfen, weil sie, ja gut, aber das ist jetzt kein gelernter Gastronom, hin und her. Aber gerade an eurem Beispiel, finde ich, sieht man ja auch, dass diese, wie soll ich sagen, die Qualifikationen, die man und auch die Lebenserfahrungen, die man in anderen Bereichen gesammelt haben, oft so wertvoll sind, um dann so ein Unternehmen zu gründen, ne? Und das ist so eine einseitige Sichtweise, nur zu denken, naja gut, der hat jetzt nicht irgendwie seit 20 Jahren in irgendeiner Küche Kartoffeln geschält, ne? Also das qualifiziert einen auch nicht unbedingt, um Führungskraft zu sein oder wirtschaftlichen Unternehmen irgendwie aufzuziehen. Finde ich ganz spannend. Und ich glaube, dass gerade Frauen in diesem Bereich ganz oft als Quereinsteigerinnen, also es ist auch, ich kenne ja auch genügend, ne, die was in der Richtung gegründet haben, weil wir uns einfach unsere eigenen Arbeitswelten erschaffen. Ne? Und das, was es nicht gibt, das muss man dann halt selber machen, so ein bisschen. Und ihr habt auch ganz spannend hier in eurer Location eine Wand, die ihr tollen Frauen aus dem Nahen Osten gewidmet habt mit Bildern. Und das Thema Female Empowerment ist euch, glaube ich, auch ganz wichtig. Es steht auch auf der Webseite. Wollt ihr dazu ein bisschen zu diesen inspirierenden Frauen vielleicht auch was erzählen? Ja, wir haben so eigentlich einige Bilder ausgesucht. Ja. Leider unser Wand ist nicht so groß, aber wir haben so einige Damen so aus Nahen Osten haben wir ausgesucht, die im Bereich Kultur sehr viel gemacht haben. Und dann, wir haben versucht, aus jedem Land eigentlich so eine Dame zu präsentieren. Natürlich aus dem Iran gibt es mehrere Bilder, aber wir haben versucht, dann die wichtigsten Personen so dabei zu haben, und daher so die Bilder, die sind von diesen Frauen zum Beispiel. Einige, die auch so, einige sind sehr bekannt. Magst du mal ein paar aufzählen vielleicht? Zum Beispiel Zaha Hadid, sie ist so ursprünglich, sie ist Irakerin, aber sie war so eine tolle Architektin und sie war auch weltweit berühmt. Sie ist leider so verstorben. Und zum Beispiel dann Umme Kulsum, wir haben noch so aus Ägypten, sie war die erste so
weibliche Sängerin so im Nahen Osten, die so gesungen hat und sehr, sehr bekannt, sehr berühmt, so im ganzen Nahen Osten sehr berühmt. Dann wir haben auch so, so sehr viele, zum Beispiel wir haben auch so, auf dem Bild haben wir auch Farah Diba, dann sie war auch die Frau von Schach, unser Schach, so. Und sie hat auch so im Bereich Umwelt sehr viel gemacht, so im Iran, im Bereich Kultur auch sehr viel gemacht. Sie lebt jetzt in Paris und sie war auch so eine große Dame. Sie ist immer noch so, auch so was Wichtiges. Und wir haben auch so sehr viele Journalisten, Autorinnen und berühmte Leute aus unterschiedlichen Ländern im Nahen Osten, was wirklich sowas gemacht haben, so die ersten Schritte gemacht haben im Bereich Kultur und auch so diese Female Leadership eigentlich. Ja. Die einfach teilweise hier sehr unbekannt sind, ja, natürlich, ja, genauso wie, ja, die Kultur. Und was ja, ja auch vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, ist ja auch, dass der Iran ja auch ein sehr progressives Land war im 20. Jahrhundert eine, ja, ganze Weile. Ne? Und ja. Genau, um nochmal auf das Thema Kulinarik zurückzukommen. Wir haben natürlich schon über die Gewürze gesprochen, die ganz spezifisch sind. Mich würde noch so ein paar konkrete Beispiele einfach der Gerichte interessieren, zum Beispiel jetzt an bestimmten Feiertagen. Also so Dinge wie, sag ich jetzt mal, was in Deutschland irgendwie Knödel und Braten sind oder so zu Weihnachten, oder sowas wie der Weihnachtsstollen. Was gibt es da in eurer Kultur, was da auf gar keinen Fall fehlen darf? Bei uns ist es wichtig, dann, wenn wir was essen wollen, dann wir brauchen nicht nur so dieses Essen, sondern viele Beilagen auf dem Tisch. Das heißt, wichtig der ist... Der Tisch muss sich biegen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen unbedingt ich würde sagen, hauptsächlich essen wir Safranreis. Mhm. Das heißt, ich denke, im Iran wird es fast jeden Tag Safranreis so gegessen. Zum Beispiel mit was Vegetarisches oder was mit Fleisch oder so. Aber ich würde sagen, Safranreis und besonders Safran ist ein wichtiger Teil von unserem Essen im Iran. Aber außer Reis und auch was Vegetarisches oder was mit Fleisch muss unbedingt so Kräuter auf dem Tisch sein. Das ist frische Kräuter. Das heißt, wir essen immer Petersilie, Koriander, Minze, Estragon und unterschiedliche so frische Kräuter, so die sind immer so auf dem Tisch. Wir müssen dann immer da so die mit dem Essen so essen. Es gibt auch sehr viele angelegte Gemüse, die werden auch so ganz oft gegessen. Wir haben immer Joghurt dabei, Joghurt, zum Beispiel Joghurt mit Minze oder Joghurt mit Gurken oder Joghurt mit Spinat. So, das ist auch so eine wichtige Beilage für uns. Und Auch Salat. Salat, aber nicht dann Salat mit Salat, sondern auch mit Gurken, Tomaten, frische Pfefferminze und so. Mit, nicht der klassische deutsche Beilagensalat, ja, genau, sondern ja, eher ein gemischter Salat, ja, sondern, ja, was Frisches mit Olivenöl und Zitronensaft. Ja. Ich meine, dann nimmt man auch ein bisschen Safranreis, Schmorgericht hat man, oder man hat auch was Vegetarisches, das nimmt man auch, und man hat auch ein bisschen Salat dabei, das heißt frische Gurken mit Tomaten, mit Zwiebeln oder Pfefferminze, mit Olivenöl und so, das bringt auch dann dieser Saft. Und man hat auch ein bisschen Sabzi, diese Kräuter, frische Kräuter, und auch zwei Stück, keine Ahnung, eingelegte Blumenkohl oder eingelegte Karotten. Oder eingelegte saure Gurken, ja, egal, aber zwei Stück oder so, einfach als Beilage. Und dann das Essen schmeckt viel besser als nur dann Reis mit an. Und was wir auch dann hier anbieten, wir versuchen auch genau dieses Ritual dann weiterhin auch zu haben. Das heißt, wenn wir dann auch natürlich in diesem Verpackung, ich meine, Launchbox kann man nicht alles schön auch präsentieren, aber ein Teil ist Safranreis, wenn wir an diesen Tagen, dass wir dann Persisch auch anbieten und dann auch diese vegane oder vegetarische oder Schmorgerichte auf einen anderen Teil, und dann haben wir auch ein bisschen Sabzi, diese frische Kräuter auf der Soße, haben wir ein bisschen Joghurt mit Gurken vielleicht auch da und auch ein bisschen eingelegte Gemüse. Und die Kombination an sich ist es sehr
farbig, ist sehr schön, ist sehr spannend. Man wird auch motiviert, sie zu essen. Ja. Das klingt viel, viel besser und sieht auch viel besser aus. Und ich finde dann die Kombination immer sehr gut. Und aus Erfahrung haben wir das auch herausgefunden, dass bei den Deutschen ist es auch so. Ich meine, wenn sie auch dann ein kleines Stück dann, keine Ahnung, dann eingelegte vielleicht Karotte oder Karotten oder so, wenn dabei ist, schmeckt alles viel besser. Und die fragen auch nach, oh, wie gut ist es, hat es auch geschmeckt? Wir möchten gerne auch mehr haben. Das ist auch sehr gut. Und das ist auch ein Kulturaustausch. Dass man dann auch irgendwie zeigt, das schmeckt und man kann auch weiterhin zu Hause auch sowas machen, alles einzulegen und dann auch dann mit dem Essen. Oder frische Sabzi. Jetzt gibt es auch dann überall. Auch. Man kann auch frische Petersilien, Pfefferminze oder Estragon oder keine Ahnung, andere Sorten von Kräutern auch kaufen. Und das ist, erstens ist es gesund, sehr, sehr gesund. Ja. Und man muss nicht nur immer Minze dann im Tee haben, frische Minztee, sondern man kann einfach die auch essen oder mit Joghurt zusammen mischen. Ja. Das ist auch toll. Ich finde das ganz spannend, weil wenn man sich dann diese Komponenten, also ne, dieses Prinzip der Komponenten anschaut, spiegeln sich da ja auch in anderen Kulturen jetzt, sage ich mal, eher südostasiatischen, ne? Oder bei der, wenn du die Fünf-Elemente-Küche oder ayurvedische Küche hast, du auch dieses was Saures, genau. Du hast das mit dem Joghurt, was Kühlendes, was Scharfes so und dieses Zusammenspiel und diese Wichtigkeit auch, dass alle Komponenten auf dem Teller sind, was jetzt, sage ich mal, bei der traditionellen deutschen Küche, also ne, du sagst, es gibt auch Essiggurken und sowas, es gibt so ein bisschen im Ansatz auch diese Komponenten. Was ich total spannend finde im Vergleich zur Middle Eastern Küche sozusagen, in Deutschland, und das ist, was ich auch versuche, immer die Menschen zu ermutigen, in Deutschland hat man so den Petersilienstrauß immer so als Deko. Ne? Und in anderen Kulturen wird Petersilie zum Beispiel als Zutat verwendet. Also da kommt einfach ganz eine andere Menge auch an Petersilie in den Salat mit rein. Hat ja auch einen wahnsinnig hohen Eisengehalt, ne? Ist wahnsinnig gesund. Und also ich glaube, da können sich auch die Deutschen noch so ein bisschen was abschauen, sich einfach zu trauen, auch so Kräuter in ein bisschen, nicht in so homöopathischen Mengen immer zu verwenden. Das ist echt, Und wichtig ist, dass es auch schmeckt. Ja, natürlich. Nicht nur, dass es nur dann gesund ist, man muss wegen Gesundheit auch sie essen, sondern es schmeckt wirklich sehr. Oh, das ist, was wir jeden Tag so benutzen. Ja. Eigentlich, das ist nicht nur für Feiertage, sondern so jeden Tag so ist unser... Ich denke, unser Essen muss so aussehen. Das heißt, immer mit Beilagen und so. Aber wir haben auch so an bestimmten Feiertagen, das heißt, zum bestimmten Feiertagen, haben wir bestimmtes Essen. Zum Beispiel, wir feiern immer Yalta-Nacht. Yalta-Nacht ist die längste Nacht des Jahres. Mhm. Und das ist so am 19. oder 20. Dezember. Mhm. Und wir feiern dann diese Nacht. Und an diesem Abend, wir mussten auch was Bestimmtes essen. Das heißt, es gibt so traditionell was Bestimmtes, zum Beispiel ein wichtiger Teil zum diesem Abend ist Wassermelone. Mhm. Wassermelone muss man essen, man muss Granatapfelkerne mit Golpar. Golpar ist auch eine iranische Gewürz, muss man mit Golpar auch essen. Dann es gibt auch einige Süßigkeiten. Wie schmeckt das? Also ist das eher Golpar scharf? Golpar ist oder? Ein bisschen, nee, ich würde sagen salzig und sauer. Salzig, sauer. Mhm. Okay. Ja, dann hier kann ich dir zum Kosten geben. Dann aber mit Granatapfelkerne, so schmeckt super gut. Mhm. Und wir haben noch was Kulturelles so an diesem Abend, dann man muss so auch ein Gedicht von Hafiz muss man auch so lesen, vorlesen, und das heißt, jeder liest was vor und das ist wirklich was Schönes. Aber wir haben zum Beispiel am Anfang des Frühlings ist unser persisches Neujahr Anfang so eigentlich. So, und das heißt Nowruz auf Persisch. Und es ist 20. oder 21. März. Und genau zum Neujahr, dann wir haben auch so traditionell, wir haben auch ein Essen und das ist Fisch. Mhm. So Kaspisches Meer hat ein besonderer Fisch, heißt Weißfisch. Das gibt nur so im Kaspischen Meer. Mhm. Und in Deutschland zum persischen Neujahr vielleicht kann man bei iranischen Läden kann man sowas vorbestellen und kann man bekommen. Und das ist super lecker. Und toll. Und dann zum Neujahr muss man immer Kräuterreis, das heißt so Safranreis mit Dill
Und auch, es ist Kräuterreis so mit Weißfisch, so gegrillter Weißfisch muss man essen. Mit Torshi, das ist eingelegte Gemüse, und auch mit anderen Beilagen. Das ist aber traditionell, das ist am ersten Tag des Jahres, dann das Jahr fängt man mit diesem Essen an, würde ich sagen. Verstehe. Das ist wie zum Weihnachten und sowas, das ist auch zum Neujahr, so gibt es immer so. Und daher so auf dem Markt im Iran gibt es sehr viele Fisch-Varianten so zum Neujahr immer. Und alle wollen dann Kräuterreis mit, eigentlich das ist Dillreis, würde ich sagen. Oder es gibt keinen deutschen Namen, aber ich habe so übersetzt, aber muss man sowas essen, so traditionell. Ja. Sag mal, aber ich meine, ihr lebt ja jetzt auch schon eine ganze Zeit wieder in Deutschland. Ja. Regionale deutsche Zutaten, gibt es da was, was ihr mittlerweile, was vielleicht jetzt im Iran nicht so gibt, was ihr aber jetzt auch so in eure Küche integriert habt? Also ich denke jetzt mal an sowas wie Kohlrabi oder sowas vielleicht, oder ne, was jetzt nicht so traditionell vorkommt. Mhm. Gibt es da Sachen, die... Die da auch dazu packen oder die man da auch. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Kohlrabi ist auch ein gutes Beispiel. Ja, aber Kohlrabi haben ist auch wir. Oder wir haben noch Kohlrabi-Reis. Okay, aber in Shiraz, in einer großen Stadt im Iran, wird Kohlrabi mit Dill und Estragon und Reis gekocht. Und das ist total lecker. Das heißt auch Kalampolo. Ja. Aber so. Das ist nur so das Erste, was mir eingefallen ist, weil das so was sehr typisch Deutsches ist. Was typisch Deutsches, würde ich sagen. Eigentlich alles gibt es im Iran. So, Iran hat so große Angebote an so Gemüse, würde ich sagen. Kartoffeln aber, sind ja ein großes deutsches Thema, aber Kartoffeln benutzen wir auch ziemlich viel. Aber wir sind total begeistert von deutschen Brotvarianten. Das muss ich sagen. So. Eigentlich so. Ein anderes Brot. Ja, anderes Brot zum Beispiel. Jetzt gibt es auch im Iran Vollkornbrot und so, aber nicht so viele Varianten. So, ich würde sagen, so Brot in Deutschland ist was Besonderes. Ja, okay. Das würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das schmeckt auch sehr. Was mich auch noch kulinarisch total interessieren würde, weil ich es hier in diesem Glas stehen sehe, da sind getrocknete Zitronen. Genau. Ne? Limetten sind es. Ja. Okay. Ich habe tatsächlich, und das ist jetzt kein Scherz, von einer Freundin, deren Vater aus dem Iran ist, solche Geschenke bekommen. Und ich glaube, ich habe die seit 5 Jahren in einem Glas zu Hause. Hast du weil ich nie gewusst habe, was ich damit Haltbarkeit ist nur 2 Jahre. Okay, ja gut, vielleicht. Aber rein theoretisch, was würde ich rein theoretisch damit machen? Das ist toll. Weil die sind ja nicht, eingelegt. Oft sind die ja so in Salz eingelegt, ne? Salzzitronen, sondern nur getrocknet. Die müssen gekocht werden in eine Soße. Ich meine, dann haben wir zum Beispiel Reime. Das ist auch eine total tolle, dann... Was soll man auch sagen? Ohne Fleisch kann man auch das machen, eigentlich. Aber das ist mit gelben Linsen, das ist mit Tomaten, mit Auberginen und Kurkuma, ein Hauch Zimt und das alles muss zusammen gekocht werden. Und 3 Stück von diesen persischen Limetten drin. Okay. Dann diese gibt ein bisschen Säure, aber total edle Säure. Ja. Das schmeckt so gut. Das ist wirklich, ich meine, man merkt es, wenn man Reime, Bademjun mit Auberginen oder ohne Auberginen, egal, mit dieser persischen Limetten macht oder ohne. Der Geschmack ist total anders. Nicht der gleiche, okay. Man muss unbedingt, ich meine, diese muss unbedingt drin. Und danach, es dauert ein bisschen, bis die gekocht sind und dann dieser Geschmack auch rein ist in diese Soße. Aha. Aber das ist toll. Und wir zum Beispiel, Sarah und ich, wir möchten gerne auch immer, wenn die gekocht sind, wir essen die auch. Ja. Manche ja, Leute ja, vielleicht ja. mögen es nicht, ja, es ist zu sauer. Aber wir essen es ganz... Wir lieben dann Limo Amani. Auf Persisch ist es dann eigentlich, heißt es was anders, aber die sind wirklich, die geben einen sehr, sehr schönen Geschmack zu der Soße. Säure. Weil ich habe nur diese hellen, also jetzt für die Menschen, die sie jetzt nicht gerade sehen, die schauen, also du sagst, es sind Limetten, aber sie schauen so leicht gelblich aus, aber da sind auch schwarze in dem Glas. Was zwei ist verschiedene Farben, Warum sind die schwarz? Die sind eigentlich zwei verschiedene Limetten. Okay. Limettensorte ist das heißt, die werden einfach so dunkel, wenn die dann so getrocknet dunkel werden. Dunkel, sind so spannend. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall... Aber der Geschmack ist ähnlich. Okay. Also das ist dann, ich meine, die optisch. Sind wirklich für feine Küche. Ja, wenn man dann ja. wirklich ein bisschen Säure dann auf einem Essen haben möchte, wenn auch dazu passt,
passt. Ich meine, zu dem Essen passt. Zum Beispiel Auberginen, gelbe Linsen, Tomaten. Die sind alle dann irgendwie auch, sage ich, süß. Ja. Und ein bisschen Säure ist auch sehr, sehr wichtig da. Immer beim Kochen. Ja, immer. Ja, ein bisschen, ja. Ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und bei uns sowieso, ich meine, bei persischer Küche, es gibt dann auch irgendwelche Philosophie, dass man sagt dann, jede Zutaten hat auch dann eine Natur. Ja. Das heißt, könnte oder kann auch eine kalte oder warme Natur haben. Mhm. Zum Beispiel haben wir dann eine tolle ein sehr, sehr tollen Gericht, heißt Fesenjun. Oder wir sagen auch Walnuss-Granatapfel-Soße, wir so. Mhm. Das ist dann auch irgendwas ist, wie du auch dann gesagt hast. Dann manchmal hat man keine Zeit, manchmal hat man Zeit für Feierlichkeiten. Das muss einen Tag gekocht werden. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die innerhalb von 3 Stunden das Fesenjun machen und schmeckt überhaupt nicht. Man muss einen Tag dazu Zeit geben, damit diese Öl von Walnüssen rauskommt. Mhm. Das ist wichtig. Muss so viel gekocht werden. Das ist auch total ein einfaches Gericht. Aber möchte ich bitte mal eingeladen werden, wenn ihr das einen Tag... Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir kochen die nicht mit Hähnchen oder mit Hackfleisch. Manchmal machen wir das, aber zum Beispiel letzte Woche haben wir dann auch mit Aubergine die gemacht. Gibt es auch dann auch, kommt aus Nordiran. Oh, und ist es auch mit Aubergine-Scheiben. Yeah. Total gut. Und diese Walnuss hat eine warme Natur und Granatapfel hat eine kalte die Natur. Säure, ne? Daher dieser Ausgleich muss auch eingehalten werden. Ich meine, es ist so gut, nachdem du dann sowas isst, fühlst du dich total wohl. Ich meine, ist es nicht das, dass du sagst, ich habe Magenschmerzen, weil es so viel Säure auch drin hat? Nee, überhaupt nicht. Obwohl Granatapfel, Molasse ist auch drin. Muss mit Walnüssen dann total gekocht werden, total gegart werden. Aber von dem Geschmack her ist es toll. Eine total balancierte Gericht. Sehr, sehr gut. Und insbesondere mit Aubergine, wenn Aubergine richtig in diese Soße gekocht werden und dieser Saft geht rein in Aubergine, das ist total lecker. Dann krass. Okay, also wenn es das gibt, dann würde ich mich gerne einladen. Sehr gerne. Wir sagen dir Bescheid. Genau, ich habe es euch vorhin schon gesagt, ich habe immer so 3 Fragen, die ich alle meine Gäste frage, aber was mich davor noch kurz interessieren würde, es steht was an eurer Wand geschrieben. Ja, genau. Was heißt denn das? Ja, hier, das ist persische Kalligrafie und ich sage immer erstmal auf Persisch, hier steht Inja Esh Jaris und das heißt, hier fließt die Liebe. Und wir haben, ein guter Freund hat uns dabei geholfen, damit wir diese persische Kalligrafie hier an der Wand haben können. Und das ist auch großartig, dass es auch geklappt hat. Da wir unbedingt auch was aus dem Iran hier haben möchten, wollten wir auch die schöne persische Kalligrafie auch hier zeigen und präsentieren. Und von der Bedeutung her wollten wir gerne auch zeigen, dass wir alles hier mit der Liebe machen. Und alles ist sehr leidenschaftlich. Und daher, das ist auch dann irgendwie das, dann die Marke, dass alles hier mit der Liebe auch gemacht wird. Das Motto sozusagen. Genau, das über Motto. Allem genau, es ist dann unser Motto, dass wir alles leidenschaftlich machen und alles auch mit der Liebe auch zu tun hat, damit man auch das auch irgendwie hier fühlt. Sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Und sag mal, weißt du, was das für einen Ursprung hat oder hat es euch einfach gefallen? Oder? Ja, hat uns gefallen. Ich meine, dann wollten wir unbedingt auch sowas auch sagen. Das ist natürlich dann auch was Harmonisches. Ich meine, Inja Esh Jaris, das ist kein normaler Satz, sondern hat auch dann irgendwelche... Also vom Sound sozusagen genau, auch harmonisch. Vom Sound her, dann ist es sehr harmonisch. Ja. Und aber... Das ist dann von uns, haben wir gedacht, dann ja, was Schönes soll auch dann hier sein, da wir auch dann wirklich jede Ecke von hier auch mit sehr viel Liebe auch gemacht. Ja. Und dann dieser Interior Design von uns ist und wir haben versucht, dann aus Nahen Osten, aus jeder Ecke auch irgendwas Schlichtes hier zu haben, damit wir auch dann irgendwie auch die Kultur hinter dem Essen dann auch präsentieren können. Ich wollte noch sagen zur Kalligrafie, ich kenne mich natürlich nicht aus mit persischer Kalligrafie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja wahrscheinlich dann auch einerseits der visuelle Aspekt, wie was ausschaut, also dass es auch eine gewisse Ästhetik natürlich hat.
Dann, wie du sagst, der Klang auch und der Inhalt, wahrscheinlich genau. So dieses Zusammenspiel. Es ist genau so. Ja, ja, ja. Es ist eine Kombination von diesen Sachen und daher dann, und sieht eine auch gut aus und ist auch schön, ist auch dann irgendwas anders. Und das ist gut, dass man auch sowas sehen kann und man kann auch wissen, das ist persische Kalligrafie. Ja, schön. Ein sehr schönes Motto. Danke, sehr gut. Vielen Dank. Ich wollte euch natürlich noch die Fragen stellen, die ich immer allen meinen Gästen stelle. Ganz kurz und knackig. Ich glaube, die Frage nach dem Motto haben wir jetzt dadurch fast schon beantwortet. Das ist ja auch eigentlich ein sehr schönes Motto. Ich nehme an, das ist jetzt einfach euer Motto, oder? Zwei andere Fragen. Eins ist eine totale Quatschfrage und die lautet einfach nur, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? Ich bin dann, ich denke, weil ich so Granatapfel liebe, ja. Ich würde sagen Granatapfel. Sehr schön, ja, ist auch eine großartige Frucht. Ja. Und bei mir, ich würde sagen persische Kaki. Ja, Die sind sehr reif, das muss ich auch sagen, die sind nicht dann wie die Kakis, die man hier bekommt, ja. Dass sie so riesig sind. Und ich wollte gerade sagen, hier liegt nämlich aufgeschnitten eine auf einem Tablett. Genau. Aber bei uns wirklich, der Baum sieht wunderschön aus. Ja. Die sind ziemlich rund, aber nicht so dick und so groß, sondern klein, wie kleine. Mittelgroß. Mittelgroß sind sie und sie sind sehr weich. Und richtig rot. Ich meine orange-rot. Aber die sind auch sehr süß und die schmecken sehr. Sehr gut. Ja, das stimmt. Hier kriegt man, sind die halt meistens noch sehr hart, ne, durch den Transport. Und manchmal schafft man es, dass sie noch nachreifen und manchmal eher nicht. Ja. Genau, dann wäre eigentlich die Abschlussfrage, was war euer Lieblingsessen als Kind? So, mein Lieblingsessen war Fesenjun. Fesenjun ist so Hähnchen in Granatapfel, Walnuss, Molasse. Genau, das ist so so Schmorgericht, würde ich sagen. Normalerweise isst man das mit so Reis und das ist sehr, sehr lecker. Als Kind, es war mein Lieblingsessen und dann, als ich Teenager war, so, es war nicht mehr mein Lieblingsessen, aber jetzt wieder mein Lieblingsessen. Ja. Sehr schön, full circle. Ja. Und ich würde sagen dann, ich mag sehr dann persischer Safranreis mit Beberitzen, mit karamellisierter Beberitzen und ein bisschen auch Pistazien. Das ist wirklich sehr fein, ein feines Essen und durch dann Beberitzen, der Geschmack wird auch ein bisschen sich auch intensiver und die Kombination mit persischem Reis und Pistazien ist toll. Und dann von dem Aussehen her, das ist sehr bunt, das ist grün und rot. Und mit Safran ist auch gelb oder orange, sagen wir. Und mit persischem Reis, weiß, das ist toll. Das habe ich dann immer sehr gerne gemocht. Es klingt köstlich. Und ich lade mich hiermit schon mal zum nächsten Essen ein. Ich will mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich habe wirklich eine Menge gelernt und ich freue mich schon total, wenn es bei euch dann auch hoffentlich irgendwann richtig losgeht. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber geredet. Im Moment bietet ihr auch Angebote an. Es gibt zum Beispiel, oder wollt ihr selber einfach noch kurz sagen, wie man euch im Moment auch unterstützen kann? Ja, wir haben jetzt für diesen Zeitraum von Low Lockdown, dann bieten wir Mittagessen an. Wir haben pro Tag nur so in der Woche, so Montag bis Freitag, 12 bis 16 Uhr, haben wir nur ein Single-Menü. Das ist nur ein so Essen. Und, aber das ist wechselhaft, aber so jeden Tag haben wir was Neues. Und das ist dann, was wir jeden Tag anbieten in der Woche. Ansonsten haben wir Catering, wie immer. So, wir nehmen so Catering-Aufträge so an. Und wir bieten auch Private Dining. Das heißt zurzeit nur für eine Familie, das ist ein Haushalt. Aber wenn einer so in eine schöne Atmosphäre essen will und sowas, kann gerne zu uns kommen, hier buchen. Und dann gerne, weil wir sind so ein Kochstudio, wir sind kein Restaurant, aber wir können nur für eine Familie ein Haushalt so Private Dining machen. Cool. Das ist auch das, aber wir haben auch so wunderbare Kochkurse. Zurzeit können wir Kochkurse nicht veranstalten, aber wir haben Gutscheine, das ist ein tolles Geschenk, zum Weihnachten zum Beispiel. Und es kostet auch 85 Euro pro Person, inklusive Getränke und Essen. Und Table Setting, das heißt so, wir machen auch alles zusammen. Super. Und dann
Aber die Gutscheine sind da, kann man die Gutscheine einfach bei uns kaufen. Kann man einfach auf der Webseite, auf der Webseite kann man gucken, welche Kurse zur Verfügung stehen, aber mal gucken, wann können wir dann die Kochkurse dann veranstalten. Es ist noch nicht klar, ab wann geht es los, aber sobald es möglich wäre, dann bieten wir Kochkurse auch an. Aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, euer Business und eure Idee zu unterstützen und gleichzeitig sich einfach für, auf was zu freuen und ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, toll. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei eurer tollen Mission und wir bleiben in Kontakt und ich bin neugierig auf mehr Essen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch euch zu Hause fürs Zuhören. Einen Ausflug aus Hoffmanns Küche in eine andere Küche. Natürlich freue ich mich über eure Rückmeldungen, Kommentare. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über positive Bewertungen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.